irgendwie da oben war dann so ein Gedränge, ja. Aber ich finde das ja toll. Und dann gibt es so Momente, und weil die Musik einen so mitgenommen hat, das heißt, sie baut sich so auf und wird immer ekstatischer. Und nachher ist das fast wie ein Orgasmus zum Schluss. Und dann denkst du, boah, boah. Und dann stehst du da und du könntest irgendwie sowas wie heulen oder dich irgendwie, die Haare richten sich auf. Das kann man natürlich einem Nicht-Raver nicht erklären, was das los ist. Der denkt auch, was hat der? Hat der was an der Waffel? Ja, nein, das ist einfach ein Gefühl irgendwie, was du in deinen Körper lässt und bereit bist, irgendwie dich da so durchströmen zu lassen. Das ist schon besonders. Und das hätte ich nicht gedacht, dass man solche Dinge irgendwie, also mitnimmt, dass das nie aufhört, wenn man bereit ist, so all seine Sinne zu öffnen. Man ist ja selber irgendwie sowas wie ein Atomreaktor, ne? So ein schneller Brüter, irgendwie, der all diese Dinge so vervielfältigt und aufheizt und ja, dann psch, wie eine Rakete. Tja, also es kann sein, und das alles ohne Drogen, wenn man die Musik mal als Droge ausnimmt. Ne? Das ist schon